Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir befinden uns mal wieder im städtischen Krankenhaus in Kiel, wo Tom heute mal eine Voruntersuchung haben wird. Wir werden den ganzen Tag wohl hier verbringen und genießen jetzt erstmal. Wir sind ein bisschen früher dran gewesen, und zwar erst um 8.30 Uhr sollten wir da sein. Um 7.30 Uhr waren wir schon hier, weil wir mit Anmeldung ja nie so ganz genau wissen. Und naja, die Zeit verspielen wir jetzt hier mit Tischkicker. Und damit beginnt der Vlog. Los, und wir befinden uns jetzt hier einmal schon mal im Arztzimmer, und jetzt wird einmal durchgecheckt und Blut abgenommen. Eingecheckt, und um 16.30 Uhr konnten wir dann die Tagesklinik wieder verlassen. Jetzt auf dem Weg nach Hause. Ja, wir befinden uns mal wieder im Krankenhaus. Wie sollte es halt anders sein? Und zwar dieses Mal ist es nicht Tom, der hier im Krankenhaus liegt, sondern es ist Tilda. Tilda hat nämlich mit Tom zusammen ordentlich auf dem Trampolin gesprungen und herausgekommen sind, also zwei Brüche an einem Bein. Ja, jetzt sind wir hier zum Eingipsen, und jetzt müssen wir mal gucken, ob das noch fixiert werden müsste, ob noch eine OP im Raum steht oder nicht. Ja, jetzt werden wir den Pfingstsonntag definitiv hier verbringen, wahrscheinlich auch den Pfingstmontag. Im Krankenhaus. Wir warten eigentlich nur noch darauf, dass die Chirurgen einmal sich das Röntgenbild nochmal angucken, das zweite, was gemacht worden ist, und uns sagen, ob wir nochmal wiederkommen müssten in der Woche für eine Operation, um das Bein besser zu fixieren, oder ob das noch notwendig ist oder nicht. Ja, so lange warten wir jetzt noch. Übrigens gibt es hier wirklich sehr kindgerechtes Essen. Welches Kind träumt nicht von diesem Essen? Schmecken, oder Tilda?
Nachricht ist jetzt gekommen, so wie es aussieht, wird nicht operiert werden müssen. Wir können jetzt auch dann nach einem Tag nach Hause gehen und werden morgen allerdings gleich wieder vorstellig werden zur ambulanten Sprechstunde und dann werden wir das weitere Vorgehen tatsächlich besprechen.